Immer grinsen wieder über beide Backen. Ich. Der, der gestern hier war. Hier war keiner. Ich weiß. Er schaut wieder ein bisschen Fragen zu Isaro und zuckt mit den Schultern. Magistra, bitte. Ja, bitte. Die Herrschaften sind wohl miteinander bekannt. War zumindest kein Oberst, also. Die Bandstrahler haben aktuell keinen Oberst hier rumlaufen. Also, zumindest ist keiner gemeldet und. Ich kannte den nicht, der hier rumlief. Tauchte hier auf mit seiner Uniform. Ich hatte in den letzten erkannt, dass es zwar einer ist, aber im Inquisitionsturm, Stadthaus der Illuminierten, ist er halt nicht aufzufinden. Keine Ahnung, wo der hin ist, oder? Vom Winde verweht. Mal wieder. Und hab Dank. Herrschaften, wenn ihr keine Fragen mehr habt, schlage ich vor, wir ziehen uns erst einmal zurück. Gut, machen wir mit Ömer weiter. Du möchtest zu dem Architekten gehen. Einmal über den Titsam hinüber zum Drachentor der Weiden. Da würdest du finden, natürlich, und kannst dann da einen Ingrim-Geweihten erkennen, der da gerade prüfend an dem Scharnier bzw. dem großen Gitter des Tores prüfend drückt und werkelt und schiebt und da wohl irgendwas verbessert und sich gerade irgendwas auf einen Notizzettel, ein großes Pergament notiert, schreibt. Ingrim zum Gruß. Ja, die Tölbe zum Großen. Ich würde ganz gerne für die nächsten Tage, wo ich hier bin, euch helfen und etwas über die Architektur lernen. Ein Noviz? Oh, kann ich schon brauchen. Ich weiß nicht, wie viel du kannst. Also bist du dann eher derjenige, der handwerklich geschickt ist, oder bist du jemand, der was schreiben kann oder was vermessen kann? Wie gut kannst du dich mit der Mathematik aus? Wie gut kannst du dich mit der Geografie aus? Von allem verstehe ich etwas. Götterwerk tun. Aber ich bin nicht so gut im Handwerklichen. Ja, warum prüfst du mich wieder, Ingrim? Na gut. Er drückt dir sein Pergament in die Hand, noch ein paar Lineale, holt noch viele verschiedene Stiften mit vielen verschiedenen Farben raus und drückt sie dir alle in die Hand, klemmt sich einen hinters Ohr und geht dann mit dir los, bringt dir Ingrim gefällige Handwerkskunst bei. Architektur. Zwei Tage habt ihr Zeit. Nach einem Tag, das kann ich euch schon mal verraten, dürft ihr nochmal mit dem Herzog sprechen. Irgendwas, was ihr noch heute tun wollt. Ich würde mich gerne mit den Zwergen zusammensetzen und etwas über Drachen lernen. Gut, das könnte nicht sein. Ich würde einfach sagen, das vertiefen wir dann irgendwo bei einem guten Bier, nach einem guten Abendessen auf den Abend, damit auch immer dann später dabei sein kann und Fragen stellt. Drachenkunde lernen. Dann darf Torgo schon mal erzählen. Was wollt ihr sonst den Tag über tun? Meditieren. Ich muss dringend mich regenerieren. Gut, kannst du machen. Isarune hat noch einiges an Papierkram von gestern Abend aufzuarbeiten. Das wird sie dann jetzt machen. Ja, da hast du genug zu tun. Ich klappere erstmal die besseren Tavernen in der Stadt und vielleicht auch das Anwesen der ein oder anderen Adelsfamilie, die ich kenne, und schau mal, ob ich irgendwo Verwandtschaft finde. Irgendjemand, der noch lebt. Wenn du eine Gassenwissenprobe willst du Überlebende oder möchtest du Adel? Ich möchte von Schnattermoors. Dann möchte ich eine Etiketteprobe. +7. +7? Ja. Okay. Machen wir mal, gucken wir mal. Das ist, zum Glück nicht gepatzt, aber. Kein Chip. Ja, dir wird wohl gesagt, ja, Schnattermoor gab's hier wohl mal und sind wieder weggezogen. Die sind schon verstorben, die waren ziemlich alt und krank und ja, den einen hat's irgendwie von so einer widerlichen Seuche und Keuche, ja, das war doch der Auslöser. Ja, richtig, ich erinnere mich auch, der hat doch diese Krankheit im Flüchtlingslager ausgebreitet. Ja, genau. Genau. Erzählt man dir wohl irgendwie einen Blödsinn und. Wenn du wohl nochmal nachfragst, erstmal erinnern sie sich nicht an den Namen, aber wenn du nochmal den Namen hinterher schiebst, ja doch, stimmt, der kam aus Schnattermoor. Gut, das ist also niemand in der Stadt, dann geht's zurück in die Kanzlei zu irgendeinem Herold, wenn ich anfinde. Gut. Gleicher Schreiber. Er möge doch bitte die Wappenrolle durchschauen, wer das Oberhaupt des Hauses Schnattermoor ist. Ja, es gibt wohl ein paar Schnattermoorer, die noch gelistet sind, oben im Flüchtlingsbereich. Travias Ring.
eine Ansammlung von Behausungen, Zelte, mal mehr, mal weniger groß, von einer rasch gezimmerten, schützenden Palisade umgeben. Dort wird es wohl irgendwo in diesen Zelten ein paar Schnattermoorer noch geben. Aber bei 3.500, 4.000 Leuten ist das natürlich eine Kunst, die da im richtigen Zelt zu finden. Schnattermoorer, die in einem Zelt leben. Gib mir jetzt nochmal eine Gassenwissenprobe plus 7 und dann können wir mal drüber reden, ob du... Wenn ich Zeltlager höre, will ich mir eigentlich schon sparen. Also ich gehe da mal hin, ich schaue da mal rein, ich denke mir, jo, fragst du dich jemanden, der sich auskennt, und geh in die Taverne, bis Ömer zu Hause ist. Ja, Ömer wirst du in der Taverne leider auch nicht finden. Ich habe ja Zeit. Genau, vielleicht was für den nächsten Tag, vielleicht kann er dir dann helfen, wenn er Zeit hat, wenn er was übrig hat. Dann versuche ich wieder besseren Wissens und unter Zunahme von mindestens einer halben Pulle Schnaps irgendwie ein wenig Schlaf zu finden. Der Alkohol hilft. Später am Abend, nach einem guten Abendessen, Kohlsuppe mit ein bisschen Speck drin, was dann zumindest den Magen voll macht. Zumindest ist es nicht schwarz und ist es normales Wasser, in Anführungsstrichen normal, kann Torgosch ein kleines Seminar zum Drachenkampf leiten. Ja, als erstes würde ich fragen, ob mir mein guter neuer Freund ob der Amboss mir Drachenpass besorgen kann. Ja, kann er. Hat sich da wie gesagt mit Malma auseinandergesetzt und Durosch sitzt da wohl gerade am richtigen Hebel als Amboss-Zwerg. Versteht er sich wohl auch so ein bisschen auf die Kontakte mit den Brillanzwergen. Es gibt zwar keine mehr hier, aber er selber hat wohl mit guten Kontakten zu einem Alchemisten das Labor nutzen dürfen. Man hilft sich hier, wo man kann, wenn man nicht im Weg rumsteht. Okay, sehr gut. Wie viele Portionen ist er denn davon überhaupt bereit abzugeben? 7 Stück. Okay. Ja, die verwahre ich dann. Ich würde mich dann auch da absetzen. Also, was wollt ihr denn überhaupt wissen? Was wisst ihr überhaupt? Was wisst ihr denn für Grundlagen? Wisst ihr, dass Drachen Schuppen haben? Und ich schaue mich mal in der Runde. Auf deine Ankündigung hin, dass es zum Abend hin so ein kleines Seminar gibt, kann dann Ömer von seinem Ingrim geweihten Architekten auch so ein kleines Rollbrett bekommen, so ein schwarzes Rollbrett auf Rädern, wo dann ein großes Pergament noch dran genagelt worden ist mit so kleinen Nägelchen, wo du dann dich da vorstellen kannst, während die anderen alle auf so einer Bank sitzen. Hat ja da auch verschiedenfarbige Stifte gegeben. Du kannst natürlich dann mit verschiedenfarbigen Stiften da auch irgendwas anzeichnen, irgendwas anmalen. Ja, natürlich wird erstmal in Rogolan Drache da oben drauf geschrieben. Ich gucke mich um. Draxa. Und schreibe dann ein Kurslikerzeichen weiter. Oder könnt ihr Rogolan lesen? Ja. Igna hebt die Hand. Und der Rest? Immer schön den Kopf. Mhm. Okay, dann. Lesen, um Himmels Willen. Ich fürchte nicht. Ja, dann in Kurslik. Also das Wichtigste bei allen Drachen ist erstmal den Drachen einschätzen. Drachen sind meist sehr gefährlich und sollten fast niemals alleine angegangen werden. Außer man ist vielleicht so ein großer Kämpfer wie Malma da hinten. Der kann sich vielleicht auch mit einem Drachen alleine duellieren. Immer vorsichtig sein, immer vorher Informationen sammeln. Wie groß ist der Drache? Wie alt ist der Drache? Wie lange ist er schon hier? Wo ist sein Hort? Was frisst er? Kann man ihn vielleicht vergiften oder gar eine Falle stellen? Das ist immer wichtig. Ich hebe die Hand. Ja? Was gibt es dann für Drachen? Oh, viele Drachen. Also die gefährlichsten sind wohl die Kaiserdrachen. Ich glaube, weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch nie davon gehört, dass wir mal einen erlegt haben. Riesig sollen sie sein. Drache, magische Meister. Aber selber gesehen habe ich noch nie einen. Noch nicht mal mein Opa hat einen gesehen und der war ewig Drachenjäger. Igna spuckt vor sich auf den Tisch, rotzt da richtig schön grün hoch. Ja, Pyrdakor. Na, aber der ist immerhin gefallen. Pyrdakor ist gefallen. Kampf gegen seine eigenen widerlichen Kameraden. Was war das für ein Drache, den wir da gesehen haben in Yolgomak? Dieser Lessan-Khan. Oh, Mutter, was fällt denn Lessan-Khan? Das weiß ich gar nicht. Das war ein Kaiserdrache, oder? Ich meine, wenn Apep ein Kaiserdrache ist, dann muss Lessan-Khan doch auch einer sein, oder? Oder kann aus einem Kaiserdrache ein Nicht-Kaiserdrache rauskommen? Ja, dann jetzt hör doch mal auf hier zu mutmaßen. Lass uns Zwerge das doch mal machen. Ihr wisst ja doch mal auch nicht. Ich hab doch gesagt, also, Kaiserdrache. Warum wiederholst du das, was ich sagte? Er scheint auf jeden Fall die Macht eines Kaiserdrachen zu haben. Also ist ja vermutlich auch einer. Wie alt er ist, kann ich aber nicht einschätzen. Ja? Werden wir geprüft am Ende? Ja, das ist alles relevant für den Test.
Wenn Igna einen Test schreibt, Igna, fang schon mal an, den Test zu schreiben. Du kennst die Fragen bestimmt gut. Also das Wichtigste ist immer, ihr müsst Informationen sammeln. Ohne Informationen könnt ihr nicht gewinnen. Es sei denn, ihr seid in sehr großer Überzahl. Ihr müsst auch daran denken, Drachen sind fiese Biester. Die fliehen auch. Ihr solltet also immer versuchen, die Bewegung muss man einschränken. Das Schlimme ist ja, viele von ihnen können auch noch fliegen, die widerlichen Biester. Also auf die Flügel ziehen ist immer hilfreich. Ihnen ein Auge ausstechen. Schwierig. Sie haben schnelle Reflexe in Richtung Auge und ziehen meist den Kopf weg. Meist gelingt es nur mit einem Pfeilhagel überhaupt ein Auge zu treffen und es zu durchstoßen ist noch schwieriger. Ich würde davon einzelnen Schützen eher abraten. Aber man kann zwischen den Schuppen sind manchmal durch alte Verletzungen. Dort kann man manchmal drauf zielen. Stört sie besonders sehr. Speere sind auch gut. Kann irgendwer Speere werfen? Werfen? Ja, am besten so 10 bis 15 Meter mit ordentlich Wucht. Nein. Schade. Das funktioniert sonst doch gut. Speere an sich auch, im Allgemeinen sehr hilfreich. Aber eigentlich eher gegen die kleineren, gegen die größeren nicht mehr so. Dort hilft meist mehr die Wucht, indem man ihm die Knochen zerbricht oder ihm die Köpfe abhackt. Manche Drachen haben sogar mehrere Köpfe. Riesenlindwürmer zum Beispiel. Von denen solltet ihr euch übrigens fernhalten. Ist nichts für euch. Das sollten eigentlich sowieso nur Zwerge jagen. Riesenlindwürmer sind miese Biester. Drei Köpfe. Wachsen nach, wenn man zwei abschlägt. Malmar kann euch davon berichten. Er hat das letztens einen gejagt. Ist auch geflohen, das Mistvieh. Also das Wichtigste, was wir unbedingt machen müssen, bevor wir da irgendwas tun, ist Informationen sammeln, den Hort finden, dann einen Plan machen und dann jagen. Nicht andersrum. Immer Informationen und dann jagen. Wollt ihr sonst noch irgendwas wissen? Ich heb die Hand. Ja? Was macht man, wenn man keine Informationen hat, wenn man überrascht wird? Oder wenn zwei Drachen auftauchen? Wenn zwei Drachen auftauchen? Naja, der Vorteil ist, die Drachen sind meist nicht besonders... Also, sie verstehen sich nicht auf die Kunst des Schleichens. Die meisten Fliegen haben wenig Angst vor... Sie haben halt fast keine natürlichen Feinde. Drachen sind meist am oberen Ende der Nahrungskette und bewegen sich dadurch eher wie Jäger als wie... Naja, wie Hasen, die sich verstecken. Mein Opi sagt immer, Durosh, Angrax, Moratolosh, Mortak, Sorlosh, Katrax. Und das heißt? So gut ist man Roland jetzt nicht. Was bedeutet das? Das kann man nicht übersetzen. Mensch. Gorgosh, nick doch mal. Ich nicke. Also, wir sollten auf jeden Fall nicht überrascht werden. Deswegen sollte man, wenn man weiß, dass Drachen in der Gegend sind, die schon mal vielleicht ein Speer vorausschicken. Fliegende Drachen kann man natürlich recht einfach im Himmel entdecken. Vor allen Dingen brüllen sie auch mal öfters. Ich glaube, es dient dazu, dass sie ihr Revier markieren vor anderen Drachen, aber sicher sind wir uns da nicht. Oder sie brüllen einfach nur, weil sie niedere Geschöpfe sind. Das mag auch sein. Amatorisch. Ja. Damals, als wir den Perldrachen erlegt haben, hat Rodrigo in den Flügel abgehauen. Ist das sinnvoll, oder... Natürlich, wenn man das kann, wenn man das schafft. Alle Möglichkeiten, ihre Bewegung einzuschränken, sind extrem viel wert. Sie sind nämlich viel gefährlicher in der Luft. In der Luft sind sie kaum zu töten, außer man hat vielleicht eine schwere Geschütze dabei. Aber das ist so unpraktisch. Das ist fast nicht mehr umsetzbar heutzutage. Und 1000 Stimmen werden laut, das ist der Lindwurm, kommt und schaut. Der Hirt und Herden hat uns verschlungen, das ist der Held, der ihn bezwungen. Ja. Natürlich geht es in Zwergengedichten um Drachen. Ist ja auch ein schönes Thema. Wenn mal so einer fällt. Ich weiß, ich habe noch nie magisch gegen Drachen gekämpft, deswegen kann ich dazu eigentlich fast nichts sagen. Was die Magier machen können, weiß ich nicht. Alles, was eine Bewegung einschränkt, wäre gut. Alles, was Flügel oder was seine Flügel zerstört, was ihn blendet, wäre gut. Sie sind immun gegen Feuer, also fast alle, die bis hier. Oder extrem resistent auf jeden Fall. Also von Iolaus und von Abelmir weiß ich schon, dass sie nutzlos sind. Was kann denn Isarun? Gute Frage. Abelmir. Was können die anderen beiden denn? Abelmir, was kann denn Isarun? Nun, da sie in der schwersten Stab zu Garret ausgebildet wurde, gehe ich davon aus, dass sie den Kantus des Ignifaxius beherrscht. Genauso wie den Ignisfero. Nun.
Dies beruht natürlich auf den elementaren Prinzipien des Feuers und ist wahrscheinlich somit nutzlos. Vielleicht kennt sie noch den einen oder anderen antimagischen Spruch. Ich fürchte, wir müssen sie darüber fragen. Also Feuermagier werden recht nutzlos sein, das ist zu befürchten. Wie steht es? Sind sie eitel, diese Drachen? Sie sind groß und hässlich? Die Älteren und die Intelligenteren, mit ihnen kann man sogar reden, wenn man das wünscht, aber die Perldrachen sind nicht besonders intelligent zum Beispiel. Viele Drachen, die niederen Drachen, mit denen man sich überhaupt in so einer kleinen Gruppe anlegen könnte, sind nicht besonders intelligent. Aber sie erkennen auch so manchen Hinterhalt. Also sie haben gute Instinkte. Ja, während ihr da so schön rumdiskutiert, geht plötzlich die Tür auf und eine sichtlich abgekämpfte Isarun kommt herein. Ah, Magistra, setzt euch. Der gute Torgoshi erzählt uns gerade etwas über Drachen. Drachen, sehr schön. Ich könnte eine Ablenkung mit heiteren Geschichten über Drachenkämpfe gut gebrauchen. Dann solltet ihr vielleicht wieder gehen, denn heiter ist das nicht. Werte Kollege, habt ihr schon zu Abend gegessen? Nein, nein, noch gar keine Zeit. Meine Hand krampft auch schon von dem ganzen Geschreibe. Was gibt es denn hier Gutes? Nikolaus ist verliebt, habe ich das Gefühl. Tatsächlich. Das lasse ich mal Kommentar beiseite. Kommen wir doch jedenfalls mal zur Zauberei zurück. Genau. Ihr habt doch in. Sie zaubern diese Wesenheiten, diese Drachen. Genau sie das machen, wissen wir nicht. Manche von ihnen sprechen sogar. Ja, diese Zauberworte, die ihr auch benutzt. Ob es dieselben sind, das weiß ich nicht. Ja, über Drachenmagie weiß ich so gut wie nichts. Wie stark in der Magie? Es ist ihnen gefühlt angeboren. Scheint ein ganz normaler Teil ihres Lebens zu sein. Sie nutzen Magie wie wir unsere Hände, würde ich sagen. So wie wir atmen. Aber wenn man ihnen die Magie wegnehmen könnte, das wäre natürlich ein großer Vorteil im Kampf. Aber das gelingt nur. Das ist, glaube ich, noch nie gelungen. Es gibt gewisse alchemistische Mittel, die gegen den Magieeinsatz helfen. Namentlich den Bandstaub. Oder pulverisiertes Koschbasalt. Das wäre natürlich sehr hilfreich. Aber wo soll man sowas herbekommen? Und ich brauche schon einen anderen Zauber, um andere Zauber zurückzuwerfen oder gar aufzuhalten. Doch es wäre nützlich, vorher zu wissen, was sie können. Kommt auf den Drachen an, das kann ich dir so nicht sagen. Sag mal, ihr habt doch in Jolgomark diesen Wagen aufgehalten. Mit Zauberei. Ja. Kann man das nicht auch mit dem Drachen machen? Wenn er irgendwo langfliegt und dann... Pop. In der Theorie. Ich kann nicht zu weit davon weg sein, aber sollte er über unsere Köpfe hinwegfliegen, ist es möglich, ihm eine unsichtbare Wand in den Weg zu stellen, damit er gegenfliegt. Denk daran, sie sind sehr stark. Es müsste eine sehr starke Wand sein, damit sie nicht einfach durchfliegen. Oh, die Wand ist unzerstörbar. Oh. Das würde natürlich helfen. Das Wichtigste ist, ihn an den Boden zu binden. Aber Kampf in Höhen ist auch zu bevorzugen, im Gegensatz zu Kampf im freien Feld. Wenn sie einfach wieder abheben können, fliehen sie, wenn sie leicht oder schwer verletzt sind. Kommt auf den Drachen an. Sie merken, wenn sie in einer schlechten Position sind. Ansonsten, der Rest kommt auf jeden Fall erst, wenn wir wissen, was um was für ein Drachen es sich handelt. Es gibt da große Unterschiede. Vom Tatzelwurm, vom Westwinddrachen, Taschen- und Meckerdrachen, die relativ einfach zu besiegen sind, bis zu einem Riesenlindwurm, mit dem wir uns gar nicht erst anlegen sollten. Den Hort von einem Drachen zu betreten, besorgt ihm auf jeden, davon bekommt ihr aber auf jeden Fall seinen Hass. Also dort, das verteidigt er, wie ein Tier sein Nest. Also sollte man ihn erst umbringen. Oder man betritt seinen Hort, um ihn dort zu töten. Das funktioniert natürlich auch. Da kann er immerhin nicht fliegen. Vielleicht kann man so auch eine Falle stellen. In einer Höhle kann er nicht fliegen, genau. Das stimmt. Sind Horte immer in Höhlen? Das kommt auf den Drachen an, aber bisher habe ich nur Drachen in Höhlen gefunden. Vielleicht die Kaiserdrachen könnten vielleicht sogar irgendwelche Gebäude mit ihrer Magie errichten oder ähnliches.
Manche Kaiserdrachen haben sogar Verträge mit Menschen geschlossen und vielleicht bauen diese auch Gebäude für sie. Das weiß ich nicht. Böser Blick zu Abelmir. Ich habe durchaus schon gesehen, dass Westwinddrachen offen nesten. Zum Beispiel. Ansonsten in der Nähe von einem Drachen, wenn ihr keine Drachen, Anti-Drachen-Creme dabei habt. Und er holt einen Behälter heraus. Dort drin ist eine dicke Paste, die vermutlich schwarz ist. Wenn ihr damit euer Gesicht und eure offenen Stellen nicht einreibt, dann bekommt ihr permanent durch die Hitze, die ein Drache natürlich abgibt. Das wird euch verletzen. Führt zu Verbrennung. Wird immer schlimmer mit der Zeit. So ein bisschen wie, als würdet ihr euch zu nah ans Feuer stellen. Ich glaube, sie geben es natürlich ab. Sie setzen damit auch ab und zu Dinge in ihrem eigenen Hort in Brand. Und diese Schmiere hilft dagegen? Natürlich. Ist das denn wissenschaftlich belegt? Ich habe es schon benutzt. Alma auch. Der gute Amboszwerg davon hat es sogar selber gebraut. Weiß man denn schon, was für eine Art Zwerg, was für eine Art Drache hier rumfliegen soll? Bringt mich ganz durcheinander. In den Drachensteinen gibt es viele Drachen. Die meisten davon gehorchen eigentlich Apep, dem Markwart. Aber das solltet ihr ja wohl wissen. Mit deren Hilfe wurde der kleine Wartstein zurückerobert. Deswegen bin ich ein wenig besorgt, dass der Herzog anzunehmen scheint, dass es Schwierigkeiten geben wird. Ich weiß leider nicht, worum es sich handelt. Es könnte alles Mögliche sein. Vielleicht ist es ein eingewanderter Drache. Gibt es so etwas? Vielleicht streckt Glessernkahn ja seine langen Krallen aus und hat einen geschickt, um Schwierigkeiten zu machen. Hoffen wir, dass es kein Kaiserdrache ist. Ich glaube, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Sollte der uns angreifen, können wir ihn zu Anschallen wieder und trinken da Bier. Ich würde dem Drachen auch nicht den Rücken zuwenden. Sie sind gemeine Kreaturen und werden euch auch in den Rücken schlagen. Sie kennen keine Ehre. Und ihr solltet ihnen gegenüber auch keine Ehre zeigen. Wenn wir tatsächlich auch sowas wie einen Kaiserdrachen treffen, dann müsst ihr euch auch nicht umdrehen. Dann bleibt einfach stehen, lasst die Waffe in der Hand. Das sieht Angro schon mal ganz gerne. Und naja, dann wartet ihr einfach ein bisschen und wenn ihr Glück habt, dann kommt ihr zu Angrosch. Ihr könnt auch noch auf sie zulaufen, das ist zwar total nutzlos, aber auch Angrosch sieht das ganz gerne. Richtig. Also wenn ihr schon sterbt, dann könnt ihr auch mit Mut in eurem Herzen sterben. So, ich denke, das behandelt Drachen jetzt erstmal ganz gut. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Gibt es besondere Stellen, die besonders verletzlich sind an Drachen? Ja, wie bei einem natürlichen Tier, die Flügel sind meist nicht besonders gut gepanzert, da sie noch zum Fliegen geeignet sein müssen. Der Bauch ist meist etwas weicher, die Augen natürlich, der Hals kommt aber auch wieder auf den Drachen an. Bei Kaiserdrachen würde man vermutlich nicht mal mehr einen Unterschied bemerken, so schwer sind sie gepanzert. Bei normalen Drachen würde ich erst auf die Flügel zielen. Sollte man die nicht erreichen können, den Bauch oder den Hals. Ihnen den Kopf ausschlagen, hilft immer. Mein Opa hat immer gesagt, das, was der Drache euch präsentiert zum Zuschlagen, da nicht hinhauen. Also wenn er mit den Flügeln, na gut, die Flügel hat er dann eingezogen oder sowas, aber wenn er mit den Krallen nach euch schlägt, dann nicht auf die Krallen. Und wenn ihr auf den Rücken steigt, um ihn dann irgendwie in den Rücken zu schlagen, nicht auf den Rücken. Hat ein Drache sichtbare Geschlechtsteile? Ein Drache ist doch beides. Er will wissen, ob man auf die Eier zielen kann. Schüttelt ein bisschen den Kopf, als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre. Ein Drache ist was? Ist beidgeschlechtlich? Oder, Torgosch? Ich denke. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann wie bei den Nachhals. Also sie legen auf jeden Fall Eier, so habe ich das auch verstanden. Wenn ihr natürlich ein Drachenei zerschlagen könnt. Sehr gut, sehr gut. Wenn ihr noch vor eurem Tod im Hort. Das ist immer gut. Das sieht Angosch sehr gerne. Das heißt, sollten wir einen Kaiserdrachenhort finden, zerschlagen wir so viele Eier wie wir können, bevor wir uns dann drauf machen auf den Weg in Angroschhallen. Dann kommt ihr auf alle Fälle in Angroschhallen. Das klingt nach einem guten Plan, Ömer. Dann habt ihr drei Kaiserdrachen erschlagen. Da dürft ihr schon relativ vorne sitzen. Ja. Was würde passieren, wenn man den Schwanz abschlagen würde? Ist so etwas schon mal vorgekommen? Ja.
Du wächst ja nach. Also, die Tageweiten sagen, dass das Echsen die Schwänze nachwachsen lassen, ob das bei Drachen auch so ist. Das Problem ist mit dem Schwanz, der ist auch recht gut gepanzert. Also wenn man ihn den Schwanz abgeschlagen hat, ist der Drache meist schon schwer angeschlagen. Aber es ist natürlich immer gut. Es verhindert ihre Beweglichkeit. Sie sind ein bisschen wie zum Beispiel eine Katze. Ohne Schwanz sind sie nicht mehr so ausgeglichen. Ob sie das am Fliegen hindert, weiß ich aber nicht. Also mein Tipp ist auf jeden Fall Flügel. Hindert sie am Fliegen. In der Luft sind sie schwer im Vorteil gegenüber uns allen. Außer vielleicht den Magiern. Und ich nicht weiß, was sie wirklich können. Deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. Nun, wenn ihr sagt, dass sie gegen Feuer unempfindlich sind, wird es schwierig, sie mit Magie zu bekämpfen. Es kommt auf den Drachen, aber die meisten, da könntet ihr eine Schaufel Lava drüber kippen und die würden es nicht mal bemerken. Würden sie sich sogar noch bedanken? Vielleicht. Reagieren sie auf Frost, auf Eis? Es verletzt sie auf jeden Fall. Ich würde sagen, wie jeder andere Zauber vermutlich. Ich glaube, die werden dann langsamer. Gegenelemente sollten effektiv sein. Ich glaube, sie werden langsamer, wenn man sie mit Eis überschüttelt. Das ist doch auch so, wie die Achats. Ich habe gelernt, ja, dass das Blut sich der Umgebung anpasst. Und dann friert das Blut im Körper und dann werden die langsamer. Dann könnte zumindest ein Korb auf Rigo helfen. Wohl wahr. Nur, man muss nah genug herankommen. Das Wichtigste, wenn ihr soweit seid und der Drache fast kaputt ist, nehmen wir mal an, also es ist kein Kaiserdrache, sondern irgend so ein kleiner Perldrache oder ein Höhlendrache oder so. Das Wichtigste, Torgosch hat einen großen Spieß und nur damit kann man ihn töten. Das heißt, ihr ruft Torgosch und Torgosch kommt dann an und dann piekst ihr und dann ist er tot. Ihr könnt das nicht. Wo genau piekst man ihn denn hin, Torgosch? Also, es ist immer gut, direkt in den Kopf zu stechen, wenn man kann. Das Herz zu erwischen ist auch gut, aber ich würde immer den Kopf zerstören. Wie gesagt, und wichtig, das kann nur Torgosch. Ist es dann nicht besser, den Kopf abzuhacken, statt drin rumzustochern? Ich meine, der muss doch groß sein. Ja, aber der Hals ist halt riesig. Also ihn mit einem Schlag abzutrennen, das müsste ein göttlicher Streich sein. Wäre wahrscheinlich eine Axt auch weitaus besser als ein Schwert. Ich wünschte, Ahmad wäre hier. Wir könnten ihn fragen, was er in der Seeschlange getan hat. Die Schlange? Ja, er ist einer Seeschlange ins Maul gesprungen und dann... Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber danach ist sie umgekippt. Und dann habt ihr sie getötet? Irgendwann ja. Aha. Ihr habt ja schon viel erlebt, das muss man euch ja lassen, Yalan. So, ich denke, das bespricht das dann heute für heute erstmal. Den Rest können wir erst besprechen, wenn wir wissen, um welchen Drachen es sich handelt. Ja, dann müssen wir improvisieren. Ah ja, auf jeden Fall, was sich immer lohnt gegen Drachen, sind schwere Ketten oder Netze, die sie am Fliegen hindern. Geschützen am besten montiert. Aber wir haben keine Geschütze. Ich wollte das nur mal erwähnen für die Zukunft. Normalerweise greifen die unsere Zwergenfestung an und dann kann man davon aus gut schießen. Ja. Ich denke, wir machen das schon. Mit so viel erfahrenen Drachenjägern wie Alan unter uns, da kann das doch nur gut laufen. Nun, wie ich das verstanden habe, werden wir morgen erst nochmal beim Herzog vorsprechen. Magister Iolaus. Ja. Was auch immer seine Hoheit sagt. Wenn ich die Worte, seid ihr wahnsinnig, aus eurem Mund höre, habt ihr danach ein Problem mit mir. Das klar. Kristallklar, ich werde es mir denken. Gut. Isarun kann sich ein Grinsen nicht verkneifen.